Ja, einen schönen guten Abend Ihnen allen. Vielen Dank, lieber Herr Grewe, für die Einladung und für die freundliche Begrüßung. Ich freue mich sehr, dass wir heute Abend hier zusammen sein können und lade Sie wirklich ein, auch mit mir ins Gespräch einzutreten. Bei solchen Vorträgen wird man ja mittlerweile immer gefragt, gibt es eine Präsentation, gibt es Bilder? Es gibt heute Abend keine Bilder. In gut protestantischer Tradition vertraue ich mal allein aufs Wort und hoffe, dass ich Sie da trotzdem mit erreichen und gewinnen kann. Für dieses Thema, was mich schon seit Längerem beschäftigt und was uns in den Kirchen, aber auch in der Gesellschaft sehr bewegt, über die Frage des Zusammenhalts wird im Moment an vielen Stellen nachgedacht und geredet. Ich versuche Ihnen meine Zugänge dazu zu präsentieren und wie gesagt, lade Sie herzlich ein, dann auch darauf zu reagieren. Ich habe drei Abschnitte geplant. Ich möchte in einem ersten Abschnitt Ihnen zwei Sichtweisen auf das große Ganze vorstellen und die auch kontrastieren. Das werden Sie merken, das sind zwei gegensätzliche Positionen und Sie können ja mal überlegen, wo würden Sie sich selbst einordnen und wo würden Sie selbst sich orientieren. Das ist das Erste. Und dann versuche ich die These auszuführen, dass wir als Gesellschaft insgesamt, auch weil es solche unterschiedlichen Perspektiven gibt, unter Stress stehen. Wir sind eine gestresste Gesellschaft und die Stressfaktoren versuche ich Ihnen zu beschreiben, die ich wahrnehme. Sie werden sicher manche hinzufügen können. Und dann in einem dritten Abschnitt will ich versuchen zu skizzieren, was das als Herausforderung für die Politik, die Gesellschaft und eben auch die Kirchen bedeutet und welchen Beitrag wir als Kirche in dieser Situation leisten können, ob das überhaupt geht. Also zunächst ein Blick auf das große Ganze. Und ich habe das für mich mal so notiert zwischen Optimismus und Resignation. Dazu eine kleine Geschichte. 2017 war ich in Darmstadt eingeladen bei der Firma Merck zu einem Symposium über Arbeiten 4.0. Es ging damals um die Frage, wie die Digitalisierung unsere Arbeitswelt verändert. Da hat mich ein junger Präsentator sehr beeindruckt, der von einer Innovationsagentur für digitale Transformation kam und der über die Zukunft geredet hat und der stand dann vor allen und hat gesagt, die Welt wird mit jedem Tag besser. Und wenn wir die Digitalisierung richtig nutzen, wird das immer weitergehen. Und der war von sich beeindruckt und hat für die Firma Candy Future geredet, also Zukunftsoptimismus. Ich habe dann gefragt, sind Sie sicher, dass das wirklich so sein wird? Es gibt doch einfach Dinge, die dem entgegenstehen. Was ist mit den Kriegen in dieser Welt, mit den Auseinandersetzungen? Kann man das wirklich so sagen, die Welt wird mit jedem Tag besser? In den großen Linien hat er gesagt, wird es besser. Und ich könnte jetzt bestätigend hinzufügen, er hat in dieser Zeit dann auch sehr schnell einen sehr prominenten Gewährsmann gefunden, der ein Buch geschrieben hat, das ich dann auch sehr interessiert gelesen habe, für mich mit ein Einstieg war, mich mit der Digitalisierung intensiver zu beschäftigen. Manche von Ihnen werden es kennen, Yuval Noah Harari, Homo Deus, eine Geschichte von morgen, der beginnt auch damit, dass er sagt, Hunger, Krankheit und Krieg, das sind alles Herausforderungen, die sich bewältigen lassen. Und auch Harari 2017 beschreibt diese Zukunftslinie, die sagt, da ist ganz, ganz viel möglich und wir haben es noch lange nicht ausgeschöpft. Erfolg gebiert Verlangen und unsere jüngsten Leistungen drängen die Menschheit jetzt dazu, sich noch gewagtere Ziele zu setzen, nachdem wir ein beispielloses Maß an Wohlstand, Gesundheit und Harmonie erreicht haben. Und angesichts unserer vergangenen Bilanz und unserer gegenwärtigen Werte werden die nächsten Ziele der Menschheit wahrscheinlich Unsterblichkeit, Glück und Göttlichkeit sein. Wir werden danach streben, Menschen in Götter zu verwandeln und aus dem Homo sapiens den Homo Deus zu machen. Das ist natürlich für einen Theologen eine Herausforderung, wenn man das so serviert bekommt. Aber ich glaube, die Linie ist erkennbar.
Und ich fand das sehr, ich finde dieses Buch beeindruckend, auch in manchen Linien, die er sehr grob auszieht. Aber es ist einfach ein Versuch, dieses aufzunehmen, was an Erwartungen in der Tat auch mit der Digitalisierung verknüpft ist. Wenn man so von Unsterblichkeit redet, die Google-Gründer Larry Page und Sergey Brin, die sagen, wir wollen nicht sterben. Und wir werden das digital realisieren. Das ist keine Utopie. Daran wird in bestimmter Weise gearbeitet. Das ist aber ein eigenes Thema. Ich will Ihnen nur diese eine Linie vorstellen. Wir haben Möglichkeiten, wir können uns weiterentwickeln. Trägt es wirklich zur Verbesserung der Welt bei? Das ist das eine. Das andere, eine Linie, die das auch wahrnimmt. Die auch sagt, ja, da passiert unglaublich viel, aber in all dem haben wir es nicht nur mit einem Wandel zu tun, sondern mit einer wirklichen Veränderung der Welt. Dafür steht auch ein sehr prominenter Name, Ulrich Beck, 2015 leider zu früh verstorben. Seine Frau hat posthum seine Gedanken veröffentlicht in dem Buch Die Metamorphose der Welt. Und Ulrich Beck sagt dazu, die Welt, in der wir leben, verändert sich nicht bloß, sie befindet sich in einer Metamorphose, einer wirklichen Wandlung. Und Wandel impliziert, dass sich manches ändert, während vieles gleich bleibt. So durchläuft der Kapitalismus zur Wandlung, doch viele seiner Merkmale ändern sich nicht. Das Wort Metamorphose impliziert eine sehr viel radikalere Veränderung. Die ewigen Gewissheiten moderner Gesellschaften brechen weg und etwas ganz und gar Neues tritt auf den Plan. Und diese Diagnose ist keineswegs optimistisch, sondern lenkt den Blick darauf, dass wir es mit Verwandlung zu tun haben, die wir gar nicht überschauen. Und die große Perspektive, die er aufmacht, sagt, das sind die globalen Fragen, die uns beschäftigen, Klimawandel zum Beispiel, die wir eigentlich nur global lösen können, das wissen alle, aber wir sind auch ziemlich machtlos, weil wir spüren, wie schwierig das ist. Und wenn Sie das jetzt weiterziehen, diese Linie der radikalen Veränderung, der Metamorphose, und mit jüngeren Menschen reden, die sich gerade dieses Thema Klimawandel sehr zu eigen machen. Ich habe im letzten Jahr einige Gespräche mit Vertreterinnen und Vertretern der letzten Generation geführt. Ich weiß, da gibt es dann jetzt einen kritischen Blick drauf, aber die haben sehr, sehr ernsthaft und sehr beeindruckend gesagt, wir gehen doch in eine Klimahölle. Wir gehen einer Katastrophe entgegen. Wie können wir dem entgegentreten? Das hat mich sehr berührt, sehr bewegt, mit einer großen Zukunftsangst. Was bedeutet das eigentlich und was tut ihr dagegen? Das ist die andere Perspektive. Diese beiden nebeneinander gestellt, Möglichkeiten, die sich neu eröffnet haben. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite die Erkenntnis, das sind gewaltige Probleme, mit denen wir es zu tun haben. Und wie können wir diese Probleme eigentlich lösen? Wo und wie setzen wir an? Allein das macht schon Spannung aus. Und wenn man das an sich heranlässt, spürt man es vielleicht auch. Deshalb meine These, wir stehen als Gesellschaft unter Stress. Ulrich Beck übrigens fügt hinzu, und das ist so, dass wir auch sagen müssen, mit unseren Institutionen, auf die ich dann später zu sprechen komme, sind wir darauf nicht richtig vorbereitet. Wir wissen gar nicht, wie wir das in den Griff bekommen sollen. Was entsteht daraus? Ganz grob betrachtet ist das natürlich, dieser Stress, eine Ursache dafür, dass polarisierte Gesellschaften entstehen. Dass auch unter Menschen unterschiedliche Einschätzungen im Blick auf diese Entwicklungen Raum greifen. Und die einen sicher sagen, wir werden uns da weiter voran bewegen können und die anderen versuchen, andere Wege zu gehen. Manche reden auch von gespaltenen Gesellschaften. Ich bin da sehr vorsichtig, weil diese Rede von der gespaltenen Gesellschaft auch politisch sehr instrumentalisiert wird. Und ich kriege dann mal Briefe, wenn ich mich dafür einsetze, dass wir uns deutlicher für Flüchtlinge engagieren sollen. Dann kriege ich einen Brief, nicht einen, manchmal mehrere. Sie tragen zur Spaltung der Gesellschaft bei. Da weiß man klar, wo es herkommt und was das bedeutet. Und ob das
ein Beitrag zur Spaltung der Gesellschaft ist. Darüber können wir dann gerne ins Gespräch kommen. Ich komme zu dem zweiten Abschnitt und versuche Ihnen mal diese Fragen aufzunehmen und ein paar Stressfaktoren zu benennen, die erkennbar sind. Über den einen habe ich bereits geredet. Klimawandel als globale Herausforderung. Klimawandel als globale Herausforderung wird als großes Thema wahrgenommen und es kann in der Tat ja auch sehr bedrücken und bedrängen. Ich habe für die jungen Menschen, die sich dem widmen, großes Verständnis. Ich habe auch mit Einschränkungen im Blick auf manche Maßnahmen Verständnis für einen zivilen Ungehorsam, der an dieser Stelle versucht, eine Gesellschaft wachzurütteln. Mittlerweile hat sich das weiterentwickelt, aber dies wahrzunehmen und ist etwas, wo ich immer wieder dafür plädiere. Es geht nicht, indem man einfach abgrenzt und ausgrenzt, sondern man muss hier schlichtweg, wie an anderen Stellen, auch Gespräche suchen und muss Diskursräume öffnen. Ein zweiter Stressfaktor, auch den habe ich bereits angesprochen, sind natürlich gestiegene Migrationsbewegungen. Migration ist ein Menschheitsthema immer gewesen. Und es hat immer Phasen gegeben, in denen es mehr oder weniger Migration gab. Und es ist ja zu befürchten, dass gerade angesichts des Klimawandels auch Migration uns noch weiter beschäftigen wird. Was bedeutet das? Wie gehen wir damit um? Ein weiterer großer Stressfaktor, der natürlich auch bedingt, dass Gesellschaft sich verändert. Wir sehen es alle, die Gesellschaft ist pluraler, vielfältiger geworden, kulturell vielfältiger, religiös vielfältiger. Auch das bedeutet, dass Stress entsteht. Vielfalt hat eine sehr positive Seite. Es ist bunt, man lernt viele Dinge im Miteinander kennen, hat aber auch immer die Seite, dass sie bewältigt werden muss. Sie immer darauf drängt, den Zusammenhalt zu suchen. Zu diesen Stressfaktoren gehört auch, dass wir in den letzten Jahrzehnten eine deutlich klarere und gestiegenere Wahrnehmung bekommen haben für die Situation von bisher ausgegrenzten Menschen. Ich mute Ihnen jetzt ein bisschen was zu. Das sind die Themen Homosexualität, Transidentität und Sexualität, People of Color, Menschen, die in einer Gesellschaft oft in Minderheitssituationen sind. Wir sind aufmerksamer geworden dafür, das ist positiv. Das bedeutet aber zugleich, dass wir auch umlernen müssen. Auch da habe ich viele Reaktionen, viele Gespräche geführt. Als wir uns damals als Evangelische Kirche in Hessen und Nassau sehr stark dafür eingesetzt haben, sehr früh dafür eingesetzt haben, dass es eine Trauung für gleichgeschlechtliche Menschen geben soll, habe ich bitterböse Briefe bekommen. Große Ablehnung. Und mittlerweile ist Gesellschaft ein Stück weiter. Es gilt als ein Problem, wenn man es nicht wahrnimmt. Das war vor 10 Jahren noch anders. Das ist eine Veränderung in der Wahrnehmung, Veränderung im Blick auf Menschen, die aber natürlich auch Stress bedeutet für eine Gesellschaft. Wie gehen wir damit um? Was machen wir daraus? Die Digitalisierung, nächster Schritt, ich habe es bereits beschrieben, eröffnet unglaubliche Möglichkeiten, hat aber auch die andere Seite, dass sie sich im Grunde genommen einreiht in die Kränkungen der Menschheit. Die Möglichkeiten, die sich eröffnen, gerade durch künstliche Intelligenz, bedeuten, dass wir Maschinen gegenüber sehen, die alles viel besser können als wir. Die große Frage, was bedeutet das in der Weiterentwicklung? Eines der großen Themen im Bereich künstliche Intelligenz ist ja, wird sich künstliche Intelligenz mal so entwickeln, dass sie uns als Menschen überragt und beherrscht? Name Ray Kurzweil aus dem Silicon Valley, der von technologischer Singularität redet, der sagt, das wird die Menschen überwinden. Es gibt einen deutschen Forscher, Jürgen Schmidhuber, einer der KI-Päpste, der mir mal erklärt hat in einem Gespräch,
Meine künstliche Intelligenz reiht sich ein in die Evolutionsgeschichte der Menschheit und sie wird irgendwann über den Menschen stehen. Wir müssen uns aber keine Angst haben, sie wird uns ordentlich behandeln. Da kann man sagen, das ist jetzt Science Fiction, das ist Utopie. Aber was im Kern dahinter steckt, ist natürlich die Frage, was macht das mit uns? KI wird eingesetzt in Anwaltskanzleien, um Vertragswerke durchzuschauen, Akten zu scannen, alles viel besser, als wir das können. Wo ist der Platz von uns Menschen? Ich bin da fest von überzeugt, dass es als gut eingesetzt Möglichkeiten eröffnet, dass es aber genau diese andere Seite auch hat, die wahrzunehmen. Und dazu möchte ich Sie anregen, das auch als einen Stressfaktor für die Gesellschaft wahrzunehmen, was sich dann auch in unterschiedlich polarisierenden Debatten niederschlägt. Das Thema, was ich vorher angesprochen habe, mit der Sexualität, schlägt sich in all den Debatten um den Genderstern nieder, wo sich sofort polarisieren. Als Indiz für diese Faktoren. Und dann, spannend, Harari habe ich zitiert. Er redet von Hunger, Krieg, Krankheiten und Seuchen. Und dann kam Corona. Das hat er nicht so auf dem Schirm gehabt. Dass plötzlich ein solcher Stressfaktor in eine Gesellschaft kommt und wir es nicht, da kann man natürlich in der großen Perspektive sagen, klar, wir haben es doch in den Griff bekommen mit den technischen Möglichkeiten. Ja, das ist die Errungenschaft. Aber dass es zugleich auch bedeutet hat, dass es etwas mit uns macht, mit einer Gesellschaft macht, dass es für junge Menschen bedeutet hat, zum Teil in sozialer Isolation zu sein, dass wir Folgen haben, auch mit psychischen Krankheiten, insbesondere bei Kindern und Jugendlichen. Das sind Dinge, die wir jetzt plötzlich auch neu weiter mit uns tragen, mit denen wir umgehen müssen. Da hatten wir Corona bewältigt, meinten, dann kam der Krieg in der Ukraine. Mittlerweile gibt es Umfragen, die sagen, der Krieg in der Ukraine belastet uns mehr als Corona in der psychischen Verfasstheit. Wir hatten doch geglaubt, in einem sicheren Raum zu leben, dass es das nie wieder geben würde. Und jetzt sind wir vor Herausforderungen gestellt, in denen wir erkennen, dass es eben auch Staaten geben kann, die sich nicht an die verabredeten Regeln und das Recht halten. Ein weiterer neuer Stressfaktor. Und dann im Blick auf das eigene Land, die Fragen der inneren Verfasstheit, wie sieht es aus? Ich bin morgen Abend im Haus am Dom in einem Gespräch, in einem Sozialpodium, gemeinsam mit dem katholischen Bischof Kohlgraf und dem Deutschen Gewerkschaftsbund, wo wir über die Fragen der Armut und Einkommensverteilung reden, die sich auch deutlich verschärft hat. Auch das Stressfaktoren für die Gesellschaft. Und jetzt füge ich noch was hinzu, dann ist aber auch gut mit den Stressfaktoren, vielleicht fallen Ihnen dann noch andere ein. Was bedeutet es im Blick auf unsere Demokratie? Wir haben eine spezifische, auch innerdeutsche Problematik. Mein evangelischer Kollege und ebenfalls Mitglied im Rat, der sächsische Landesbischof Tobias Bilz, hat vor kurzem in einem Interview versucht, zu erklären, wie es Menschen in Ostdeutschland mit unserer freiheitlichen Demokratie geht. Tobias Bilz hat Folgendes gesagt. Unter uns Ostdeutschen gibt es viele Menschen, die kein Grundvertrauen in unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung haben. Mir kommt es tatsächlich so vor, dass die Nachwirkungen der beiden Diktaturen, die wir hier im Osten hatten, ein spezielles Verhältnis zum Staat hervorgebracht hat, das weiter vererbt wird. Wir identifizieren uns nicht mit dem Staatswesen, sondern wir bewerten es. Wir betrachten es wie von außen. Wenn wir das Gefühl haben, dass etwas schief läuft, dann treten wir nicht etwa ein in einen Diskurs, sondern dann wollen wir etwas ganz anderes haben. Das sind schon Verhaltensweisen, die den Menschen während der Diktatur eingezeichnet wurden. Eine freiheitlich-demokratische Grundordnung funktioniert so nicht. Das haben wir auch lange Zeit ausgeblendet, dass offensichtlich da Entwicklungen da sind, auch Mentalitäten geprägt sind, Wahrnehmungen geprägt sind,
die es Menschen einfach schwer machen, sich damit zu identifizieren. Und dass es schwer ist, in eine Vorwurfsstruktur zu bringen, wenn man es auch in diese geschichtliche Kontinuität stellt. Aber es bedeutet auch, wenn wir die Frage nach dem Zusammenhalt stellen, dann stellen wir immer auch die Frage nach der Demokratie. Wie wird unsere Demokratie zukünftig funktionieren? Werden wir die Kraft haben, diese Staatsform, die ich nach wie vor für die sicher nicht allerbeste, das wird man nie erreichen, aber unter allen vorhanden für diejenige halte, die uns am meisten Freiheit garantiert, werden wir diese weiterentwickeln können. Zu diesen Faktoren gehört, dass Menschen darauf reagieren. Und es leuchtet sehr ein, dass dort, wo es zu kompliziert wird, nach einfachen Lösungen gesucht wird. Das sagt, dann müssen wir uns halt wieder an den Dingen orientieren, die wir besser überschauen können. Dann eben nicht global, sondern national. Make America Great Again ist der Versuch, Globalität zu reduzieren. Und überlegen Sie mal, ob es und wo es auch in anderen Gesellschaften eine Rolle spielt, dort auf Dinge zurückzugehen, die man dann vermeintlich besser kontrollieren kann. Der polnische Philosoph Zygmunt Bauman hat 2017 ein Buch veröffentlicht, das heißt Retrotopia. Das ist das Gegenstück zu dem, was Thomas Morus im 17. Jahrhundert als Utopia genannt hat. Die Rückkehr ins Paradies, den Himmel auf Erden. Er sagt, nee, wir gucken nicht nach vorne, um das Paradies wieder zu gewinnen. So wie das damals gesagt hat, wir gucken zurück. Und man meint, man hätte das Paradies irgendwann gehabt und sehnt sich nach Zeiten zurück, die im Rückblick verklärt gut waren, die es aber nie waren. Also der Rückblick, der Versuch, in was zurückzugehen und Entwicklung zurückzufahren, ist erkennbar. Ganz schlimm in solchen Remigrationskonzepten. Das ist aber der Versuch, auf Komplexität zu reagieren. Und natürlich gibt es auch, das ist jetzt meine These dazu, dafür eine Anfälligkeit. Das spiegelt sich dann eben in den Wahlergebnissen nieder. Bedeutet aber nicht, dass damit gesellschaftlicher Zusammenhalt garantiert wäre, sondern meines Erachtens liegt darin eine große Gefährdung der Gesellschaft. Was bedeutet das jetzt? Kommen wir zum letzten Abschnitt, Herausforderungen für Kirche, Staat und Gesellschaft. Es bedeutet erstmal, dass wir, das erhöht die Anfälligkeit, in einer Situation sind, in der es gerade die Institutionen keineswegs leicht haben. Wir haben auch eine allgemeine Krise der Institutionen, Skepsis gegenüber Institutionen, gegenüber der Politik und natürlich auch gegenüber den Kirchen. Und Sie wissen es, wir haben im Moment als Kirchen eine sehr große Vertrauenskrise, die sich mit dem Thema sexualisierte Gewalt verbindet, die es in den Kirchen gab und gibt und die konträr zu unserer Botschaft steht. Kirchen sollten sichere Räume sein. Räume, die Menschen stark machen und keine Räume, die Menschen gefährden, die ihnen Gewalt antun, die ihnen Leid zufügen. Da ist die Fallhöhe bei diesem Thema für die Kirchen besonders hoch, zu Recht. Das bedeutet aber nicht, dass es nicht auch in anderen Bereichen ein Thema wäre. Auch da kann man nur sagen, das Thema verdient große Aufmerksamkeit und gehört mit zu den besonderen Herausforderungen. Aber es bedeutet auch, dass wir insgesamt als Institutionen, insbesondere als Kirchen, auch geschwächt sind. Wir müssen Vertrauen wiedergewinnen. Und das ist nicht einfach. Wir sind auch geschwächt durch einen Mitgliederrückgang, der uns manche Möglichkeiten nimmt, sodass ich sehr zurückhaltend bin im Blick auf die Perspektive, was wir als Kirchen leisten können. Ich werde damit schließen. Nachher werde ich Ihnen sagen, wo ich unsere Möglichkeiten sehe. Ich will aber auch dies nochmal als Problem beschreiben. Vertrauen wiedergewinnen ist unsere Aufgabe. Vertrauen wiedergewinnen ist aber auch die Aufgabe der Politik und für die Politik.
Wie kann Politik Vertrauen wieder gewinnen? Da bin ich auch an Einschätzungen von Ihrer Seite sehr interessiert. Um Vertrauen wieder zu gewinnen, muss man Probleme in den Blick nehmen und darf sie nicht verdrängen. Man muss sie erstmal benennen und muss sie ehrlich beschreiben. Ich habe großes Verständnis für Politikerinnen und Politiker, die da in einer schwierigen Situation sind. Von ihnen werden Lösungen erwartet. Und wenn man anfängt, differenziert Probleme zu beschreiben, wird das sehr schnell als Unsicherheit und Unfähigkeit, Entscheidungen herbeizuführen, gedeutet. Das ist einer der Schwachpunkte, auch in unserem demokratischen System, wo wir darauf angewiesen sind, ja wiedergewählt zu werden. Aber diese Spannung gehört dazu. Aber Politik kann nur Vertrauen gewinnen, wo sie ehrlich mit den Problemen umgeht und auch sagt, wo Dinge nicht leistbar sind. Dazu gehört, dass wir sehr viel mehr Räume des Dialogs, der Auseinandersetzung, der Gespräche brauchen. Auch das muss wiedergewonnen werden und initiiert werden. Wenn Sie zusammen sind, wir als Institutionen, Stiftungen, Kirchen versuchen so etwas zu machen, das muss eigentlich noch viel weitere Kreise ziehen. Müssen Menschen miteinander reden und versuchen, Probleme in den Blick zu nehmen. Ein Weg, die Politik ja an dieser Stelle zu ergänzen, sind die sogenannten Bürgerräte. Das ist nicht so einfach, sie ins Gesamtgefüge einzupassen, aber es ist eigentlich ein richtiger Ansatz, Menschen in das Gespräch zu ziehen und auch mit in die Verantwortung hineinzunehmen. Das halte ich für eine ganz wichtige Voraussetzung. Und Politik, meine ich, müsste immer integrierend denken. Das Ganze in den Blick nehmen. Alle Menschen im Blick haben und nicht ausgrenzen. Gerade in der Demokratie, gerade in einer pluralen Gesellschaft, muss genau diese Frage des Zusammenhaltes eine zentrale Aufgabe der politischen Kräfte sein und ein zentrales Anliegen der politischen Kräfte sein. Als Kirche versuchen wir, unserem Anspruch nach, einen Beitrag zur Gestaltung der Gesellschaft zu leisten. Die erste Frage, die man natürlich dann stellen muss, übernehmt ihr euch dabei nicht? Sollt ihr da überhaupt was leisten? Sie kennen die Debatten, Kirche darf nicht zu politisch sein, darf auf gar keinen Fall auch Parteipolitik machen, das sehe ich auch so. Aber den Anspruch, Gesellschaft mitzugestalten, den darf eine Kirche nicht aufgeben. Weil die Botschaft, für die wir stehen, das Evangelium von der Liebe Gottes zu allen Menschen, nicht nur etwas ist, was Menschen individuell berühren kann und stärken kann, sondern was auch eine gesellschaftsgestaltende Kraft hat. Und weil diese gesellschaftsgestaltende Kraft uns auch bewegt, können wir und dürfen wir als Kirchen auch im politischen Diskurs nicht still sein. Immer die Frage, wie man es macht. Dazu nachher gleich noch einen ergänzenden Satz. Aber diese Perspektive, soll Kirche hier überhaupt etwas leisten, ist etwas, was auch im Übrigen von nicht nur von unseren Kirchenmitgliedern, sondern von der Gesellschaft insgesamt erwartet wird. Wir haben im November eine neue Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung veröffentlicht. Das ist die 6. Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung der Evangelischen Kirche in Deutschland. Die gibt es seit 1972, alle 10 Jahre wird die durchgeführt. Und diesmal erstmals als wirkliche Repräsentativbefragung, weil auch die katholische Kirche mitgemacht hat. Und wir alle befragen konnten, etwa 5.500 Menschen sind befragt worden ab dem 14. Lebensjahr zu ihren Einstellungen zur Kirche, zu ihren Erwartungen. Und eines der überraschenden, für mich auch überraschend klaren Ergebnisse war, dass Menschen von Kirche ein gesellschaftliches Engagement erwarten. Ein sozialdiakonisches Engagement, aber auch ganz klare Mehrheit Einsatz für geflüchtete Menschen, ganz klare Mehrheit Einsatz für den Klimaschutz,
All die großen Reizthemen unter Umständen haben eine hohe Erwartung, wo er sagt, da müsst ihr, das könnt ihr als Kirche nicht links liegen lassen. Manchmal wird ja die These vertreten, da zieht euch doch auf das zurück, was eure Sache ist, nämlich auf das Religiöse. Und dann werdet ihr als Kirchen stärker sein. Diese Aussage ist in dieser Befragung dezidiert eine Absage erteilt worden. Sagt, das wäre der falsche Weg, ein Rückzug in eine Innerlichkeit. Sondern als Kirche müsst ihr zeigen, was diese Botschaft bedeutet. Auch welche Lebensrelevanz sie hat. Auch welche Relevanz sie hat für die großen Themen, die uns beschäftigen. Das dürft ihr nicht aufgeben. Wichtig ist, und das unterstreiche ich nochmal, die Art, wie wir es tun. Die große Gefahr ist, dass man moralisierend auftritt. Das ist etwas, was unbedingt zu vermeiden ist. Wie kann man das vermeiden? Indem man über die Bedeutung dieser Fragen für einen selber redet und sie nicht einfach nur als Anspruch in die Gesellschaft hineingibt, sondern zeigt, wie man dafür steht. Das ist ein Weg, den ich versuche auch immer wieder zu gehen. Das ist nicht so ganz einfach, weil gerade in der medialen Rezeption die Dinge auch oft verkürzt werden und als Appelle verstanden werden. Aber das wäre auch nochmal eine andere Frage. Also die Erwartung ist da, dass Kirche sich engagiert. Die Erwartung ist übrigens auch verankert in unserem Rechtssystem. Das Staatskirchenrecht in Deutschland, eigentlich muss man sagen, es ist ein Religionsverfassungsrecht, setzt darauf, dass Religionsgemeinschaften an der Gestaltung der Gesellschaft mitwirken. Wir haben eine Trennung von Kirche und Staat. Und das ist gut. Die Trennung ist aber, sie wird von Juristinnen und Juristen manchmal als hinkende Trennung beschrieben, eine solche, die auf Kooperation setzt. Das, was es an Sonderrechten gibt, etwa das Recht Kirchensteuer einzuziehen oder auch der Körperschaftsstatus, diese Sonderrechte sind deshalb verankert, weil man von den Religionsgemeinschaften, nicht nur von den Kirchen, erwartet, dass sie Gesellschaft mittragen und mitgestalten. Das ist an sich eine sehr kluge Konstruktion und man muss aufpassen, wenn man dann Privilegiendebatten führt. Ich sehe diese Konstruktion immer als eine besondere Verpflichtung für uns als Kirchen, uns dafür einzusetzen. Nur deshalb können wir uns auch in Kindertagesstätten engagieren. Nur deshalb können wir manche Dinge in der Gesellschaft mittragen, die wir in anderer Form so einfach nicht machen könnten. Das berühmte Diktum des ehemaligen Bundesverfassungsrichters Ernst Wolfgang Böckenförde an dieser Stelle lautet als Begründung dafür, der freiheitlich säkularisierte Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann. Warum? Was bedeutet dies? Der Staat selbst darf keine weltanschauliche Dominanz entfalten. Der Staat selbst darf Menschen nicht sagen, was sie glauben und denken sollen. Das ist Neutralität. Ist aber darauf angewiesen, dass Menschen aus anderer Quelle eine ethische Orientierung bekommen und auch ein Gemeinsinn gestärkt wird. Also das, was wir jetzt im christlichen Kontext, und ich sage christlichen Kontext, als Nächstenliebe beschreiben, als Orientierung auf die Gemeinschaft hin, ist etwas, was Menschen dazu befördern kann, sich in einem Staatswesen zu engagieren. Übrigens auch eines der Ergebnisse der Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung. Das wäre jetzt mal ein kleines positives Zeichen. Kirchenmitglieder engagieren sich überdurchschnittlich ehrenamtlich. Hinweis darauf, dass offensichtlich da eine Kraft möglich ist, die gemeinschaftsorientierend ist. Das soll jetzt nicht in irgendeiner Weise einfach Dinge legitimieren oder uns in ein positives Licht legen. Da gibt es zu viele andere Dinge, die auch schwierig sind, aber vom Grundansatz her will ich beschreiben, Kirchen und Religionsgemeinschaften ist diese Rolle auch in unserem Gefüge zugewiesen und wir versuchen sie als Kirche uns auch zu eigen zu machen. Braucht Demokratie Religion? Diese Frage hat der Soziologe Hartmut Rosa gestellt in einem Vortrag, den er bei einem Jahresempfang des katholischen Bistums Limburg gehalten hat. Und Hartmut Rosa hat da nochmal einen eigenen Begründungsgang.
mit dem ich dann den Schlussteil einleiten möchte, Hartmut Rosa formuliert so, und er sagt, wir stehen als Gesellschaft unter einem enormen Beschleunigungs- und Innovationsdruck. Das ist jetzt nochmal ein bisschen eine andere Beschreibung dessen, was ich auch versucht habe, mit Stressfaktoren zu beschreiben. Und er sagt, die Moderne war erfolgreich, solange klar war, dass für eine bessere Zukunft gearbeitet wird. Das ist uns nicht mehr so klar, ob wir für eine wirklich bessere Zukunft arbeiten. Sagt aber, und jetzt wörtlich, Demokratie ist das zentrale Glaubensbekenntnis unserer Gesellschaft. Aber sie erfordert eben Stimmen, Ohren und hörende Herzen. Erst einmal hören, dass es da auf der anderen Seite vielleicht auch Argumente gibt, die mich sogar was angehen, die mir was zu sagen haben. Er sagt, die Grundlage von Demokratie ist, dass wir aufeinander hören und miteinander gemeinsame Wege suchen. Er führt weiter aus, dass er denkt, die Gesellschaft brauche Rückbesinnung auf genau die Fähigkeit der Anrufbarkeit und Erfahrung der entsprechenden ergebnisoffenen Selbstwirksamkeit. Das heißt, wiedergewinnen, dass wir Zukunft gestalten können. Und dazu meine Behauptung ist, dass Religion tatsächlich über eben jene Räume verfügt oder zumindest im Kern darauf abzielt, solche Räume bereitzustellen. Das heißt, Menschen wieder dazu zu ermutigen, aufeinander zu hören. Und das Beste dazu, ich sage es jetzt etwas einfacher, ist die vertikale Verankerung. Seine Existenz als etwas zu begreifen, was sich nicht nur im Diesseits bewegt und befindet. Es braucht einen größeren Zusammenhang. Der kann Menschen öffnen, auch füreinander da zu sein. Und da sieht er den Wert von Religion. Und so greift das eine in das andere. Ich hatte vorhin ein bisschen gesagt, ja, es ist schwierig, jetzt nur auf die religiöse Innerlichkeit zu setzen. Die darf aber nicht wegbleiben. Menschen zu öffnen, Menschen für eine Orientierung zu öffnen, die über dieses Leben hinausgeht und sie dann auch füreinander öffnen. Das könnte die große Aufgabe von Kirchen sein. Aber eben zugleich auch in ihrem Engagement in der Gestaltung von Gesellschaft. Was könnten und sollten Kirchen nicht leisten? Ich habe es bereits gesagt, kein moralisches Wächteramt. Das wäre in einer solchen Situation kontraproduktiv. Und wäre auch völlig falsch, wenn wir uns einfach hinstellen würden und sagen, wir wissen es besser als die anderen, wir haben eine himmlische Wahrheit. Das darf in keiner Weise ein Ton auch in den Debatten sein. Aber von einer Wahrheit, von der man innerlich überzeugt ist, auszugehen, im Hören und im Miteinander, im Gespräch, auf andere orientiert zu sein, das wäre die Aufgabe. Wir können als Kirchen leisten, Menschen auf ihrem Lebensweg zu begleiten, in Krisensituationen zu begleiten, sie zu stärken, dort, wo sie selbst mit Schwierigkeiten, mit Nöten, mit Abschieden umgehen müssen. Das ist eine Grundvoraussetzung, um auch offen zu bleiben für andere. Wir können als Kirchen auch dazu beitragen, im guten Sinn Menschen zu bilden, auch im Sinne einer Herzensbildung. Wir können als Kirchen dann auch dazu beitragen, Menschen zu stärken in ihrer Widerstandskraft. Resilienz ist das große Stichwort. Wir können als Kirchen dazu beitragen, mit unseren Gemeinden in das Gemeinwesen hineinzuwirken und damit eben auch den demokratischen Diskurs in einer universalistischen ethischen Perspektive zu führen, die sich nicht auf das reduziert, was nur uns beschäftigt, sondern die das Wohl und Heil aller Menschen in den Blick nimmt. Das können wir selbstverständlich nur tun, wenn wir glaubwürdig sind und glaubwürdig bleiben, Vertrauen wiedergewinnen. Und da schließt sich der Kreis. Ich hatte bereits markiert, wie schwierig das auch für uns ist und dass wir darum ringen müssen, auf diesen Weg zu kommen. Ich schließe mit einem Zitat des bereits von mir genannten Sigmund Baumann. Die vor uns liegende Aufgabe, die humane Integration auf der Ebene der gesamten Menschheit, wird sich vermutlich als beispiellos anstrengend, beschwerlich und problematisch erweisen.
hinsichtlich ihrer Konzeption wie ihrer Durchführung und Vollendung. Mehr als zu jeder anderen Zeit stehen wir, die menschlichen Bewohner des Planeten, vor einem Entweder-Oder. Entweder wir reichen einander die Hände oder wir schaufeln einander Gräber. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Hören wir ganz aufmerksam auf Ihre Fragen oder auf das, was Sie sagen möchten. Sie sind gefragt. Sie dürfen. Da drüben ist auch ein Mikrofon. Sie haben, nehmen Sie bitte das Mikrofon. So, Entschuldigung. So. Jetzt geht das, ja? Man hört mich. Herr Dr. Jung, Sie haben erwähnt, dass Sie sehr beeindruckt waren von Ihrem Gespräch mit den jungen Menschen, wie Sie sagten, die sagten, wir rennen in eine Klimakatastrophe rein und was sollen wir tun? Insofern bedanke ich mich bei Ihnen, dass Sie für mich als Engagierter bei Christians for Future, als junger Mensch Verständnis haben. Also es haben auch andere ihre Probleme. Und in der Tat bin ich nicht ganz einverstanden, ehrlich gesagt, dass Sie in Ihrer Aufzählung der Stressfaktoren den Klimawandel als anthropogene Veränderung der Erdsysteme, so muss man es vielleicht benennen, es geht um wesentlich mehr als Klimawandel, ja, dass Sie das als ein Problem neben all den anderen Stressfaktoren aufzählen. Denn es ist ein Hyperproblem, ein überdimensionales Problem, vor dem wir als gesamte Menschheit stehen und nicht so richtig wissen, wie wir damit umgehen sollen. Und weil es so ein Hyperproblem ist und weil es ein Grundprinzip des christlichen Glaubens, nämlich die Bewahrung der Schöpfung, Frieden, Freiheit und Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung, konziliarer Prozess und so weiter betrifft, daraus alleine erwächst eine ganz besondere Verantwortung der Kirchen, an dieser Stelle tätig zu werden. Und wir denken eben, dass wir haben ja schon mal ein persönliches Gespräch gehabt, da haben wir das auch schon besprochen. Wir denken eben, dass die Kirche an dieser Stelle ganz besonders im öffentlichen Diskurs an vorderer Stelle stehen muss, sollte mit prophetischer Stimme. Und der Appell ist sozusagen, dass der christliche Glaube eingesetzt wird als Katalysator für gesellschaftliche Erneuerung. Denn die brauchen wir. Ohne die werden wir das nicht hinkriegen. Und insbesondere darf ich zum Schluss noch sagen, weil Sie auch Demokratie erwähnt haben, Demokratie wird nicht Bestand haben, ohne dass der Klimawandel gelöst wird. Und umgekehrt wird fortschreitender Klimawandel die Demokratie beschädigen. Also die beiden hängen auch engstens zusammen. Und alleine schon an so einer Betrachtung sieht man, welches überdimensionale Problem wie wir hier vor uns haben. Und da ist extremes Engagement einfach gefordert, gerade von den Sachwaltern des Glaubens. Dankeschön. Soll man sammeln oder soll ich direkt darauf hingehen? Vielleicht. Ich habe mal ein bisschen eine Frage in eine andere Richtung. Wäre vielleicht auch interessant, wenn Sie da ein bisschen Stellung nehmen würden. Ich habe mich im Vorfeld zu der heutigen Veranstaltung mal ein bisschen damit beschäftigt. Was ich sehr gut gefunden habe, Herr Dr. Jung, war, dass Sie gesagt haben, der religiöse Innerlichkeit habe ich mal aufgenommen, Herzensbildung. Also ich bin da noch sehr konservativ denken. Also ich verbinde mit Kirche, also Seelsorge, Verkündigung, Gottesdienste, Trauerbegleitung, sonstige Dinge. Aber ich nehme die Kirche persönlich als Staatsbürger oder als Kirchenbürger so wahr, dass die Kirche, ich komme nicht umhin, die Kirche mit einem großen Unternehmen zu vergleichen, also als extrem bürokratisch zu empfinden. Ich weiß nicht, ob das jedem heute hier bewusst ist. Also die EKD sitzt in Hannover, hat also Hunderte von Mitarbeitern, also in der Direktion sozusagen in Hannover. Da gibt es 20 Landeskirchen bei 16 Bundesländern. Jede Landeskirche hat ein Kirchenamt, Tausende und Abertausende Mitarbeiter, die teilweise sehr mit sich selbst beschäftigt sind. Ich will mal ein Beispiel sagen, so zum Beispiel architektonische Abteilung. Ist klar, die Kirche hat Kirchengebäude, die unterhalten werden müssen, aber es gibt in
bei der EKD, eine kirchenarchitektonische Abteilung, die das alles verwaltet. Und dann hat, gut kann man sagen, das haben Landesbehörden auch. Und dann gibt es in jeder Landeskirche auch nochmal Architekten, die auch die Kirchen betrachten. Und das ist also wirklich aufgebläht. Also ich habe mir so Organigramme wirklich am Wochenende mal angeguckt. Aufgeblasen ohne Ende. Also wenn ein Unternehmensberater sich die Kirche ins Ziel nehmen würde, der könnte also tausende und abertausende Ställe einplanen. Und da bin ich schlicht und einfach nicht zufrieden, weil ich sehr wohl der Meinung bin, dass die Kirche sich auf ihre Kernaufgaben beschließen sollte. Auch, dass die das so gesamt moralisierend, also wir sind, kann ich ruhig mal sagen, im Oktober in Berlin in der Domkirchengemeinde gewesen und da gibt es sogenannte Domprediger. Da muss man auch selbst Mitglied werden, also in dieser Domkirchengemeinde. Und wenn Sie den Domprediger dort erlebt hätten, also das war also extremst moralisierend. Und wenn man dann sagt, dass es also auch nur jedermann zugänglich ist, man muss da Mitglied werden und Platzkarten für eine Gemeinde, Weihnachtsgottesdienst, also das ist schon sehr, sehr streng eingerichtet, aber nicht so Kirche, wie man sich das urkirchlich vorstellt. Sie merken, ich lade jetzt richtig ab, ja. Aber das komme ich jetzt nicht umhin, um bei den Punkten zu landen. Das hat auch jedes Unternehmen, Compliance, Reputation, dass sonstige Dinge bei diesem... Bei der Architektur werden sie mich sicherlich verbessern, vielleicht war das auch in der Darstellungsweise nicht so korrekt, aber wenn es um die wesentlichen Dinge geht, diese kritischen Dinge, auch Kritikbereitschaft, da hat die Kirche also meines Erachtens extrem Nachholbedarf in jedem Unternehmen, Compliance, Reputation, gerade mit auch so Wertedingen wie der sexuellen Gewalt, was Sie sagten, ja, auch die Tatsache. Ich meine, ich habe das hier stehen. Also die EKD nach Frau Käßmann, die war sehr konsequent, besoffen Auto gefahren, Rücktritt ihres Amtes. Ich sage das jetzt mal ganz schnell zusammen. Das war sehr konsequent. Danach hat es, wie auch jetzt jüngst, die Nachfolgerinnen von Herrn Bedford-Strom, da hat es ja allerhand Verwerfungen gegeben, dass die Kirche auch mit sich selbst beschäftigt. Und das wirkt in der Massivität sehr negativ auf die Menschen. Und ich habe hier den jetzt als Frage, ja, als Frage, was tun Sie auch persönlich vor Ort gegen die Entbürokratisierung der Kirche? Für die Entbürokratisierung. Für die Entbürokratisierung, ja, okay, der Kirche. Denn das ist auch bei so staatlichen... Ansonsten gibt es viele Dinge, da bin ich vollkommen bei Ihnen. Und das ist auch sehr positiv. Ich könnte jetzt noch weitermachen, ich meine, bei der EKD, also dass sie mit Tele spielen und Fasten, Friedensfasten, da nicht weiterkommen, das steht alles auf der Homepage auf Seite 1. Also das ist auch überarbeitungsbedürftig. Ich habe fertig, herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Das sollte jetzt nicht als Abrechnung gelten, aber dass ich nicht besonders zufrieden ist, das merken Sie. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich habe eine kurze Frage. Zunächst einmal möchte ich mich der Frage meines Vorredners wirklich anschließen. Ich selbst nehme die Kirche auch als eine bürokratische, überbürokratisierte Institution wahr. Also meine Frage ist auch, was kann man daran ändern? Meine zweite Frage ist, Sie haben ja nun die Problemfelder unserer Gesellschaft nahezu vollständig aufgezählt, und was tut die Kirche eigentlich denn praktisch oder in welche Richtung sollte die Kirche sich bewegen, um diese zur Lösung der Probleme unserer Gesellschaft beizutragen? Liegt das mehr auf sozialem Gebiet oder mit einer Betonung auf dem Erfordernis nach mehr Gleichheit, oder liegt das mehr im Bereich der individuellen Verantwortung? Wohin sollte die Kirche sich da nach Ihrer Auffassung hinbewegen? Ich füge nur an, ich nehme die Kirche in erster Linie eigentlich als eine übersozialisierte und jetzt in Klammern gesetzt bürokratisierte Institution wahr. Ja, okay. Vielen Dank. Ich versuche erst zunächst, erste Frage, Klimakatastrophe. Ich habe es bewusst an die erste Stelle gesetzt. Natürlich ist es ein Riesenthema,
das auf alle anderen Themen Konsequenzen hat. Das ist auch völlig klar. Wir haben als Kirche da auch eine besondere Verantwortung, die wollen wir auch wahrnehmen. Das geht allerdings auch immer an die, praktisch die eigene Organisation, auch hier wieder. Was können wir selbst dazu beitragen, um klimaneutral zu werden? Muss ein Thema sein, auch für uns natürlich. Ich kann nicht nur prophetische Stimme in die Gesellschaft sein, wenn ich das selbst nicht einlösen kann. Das ist ein Riesenproblem. Das greift das eine auch ins andere. Wir haben einen hohen Gebäudebestand, wir müssten ganz viel tun, es kostet ganz viel Geld, wir bräuchten dazu noch mehr Architekten. Ja, tatsächlich, Sie werden es kaum glauben, aber das ist so. Wir sind im Moment ja dabei und überlegen, wie können wir das machen? Und wenn Sie da durchgehen und überlegen, was bedeutet es allein im Gebäudebestand der Kirchen, es geht ja nicht um die Kirchengebäude, es geht um die Pfarrhäuser, es geht um die Gemeindehäuser, die zum Teil total überdimensioniert sind. Wie kriegen wir das hin, das zu reduzieren? Die Gemeinden sagen, bitte kommt, schickt uns Menschen, die uns beraten, die uns helfen. Das ist die Anforderung, die sie an die Bürokratie aus den Gemeinden herausgestellt werden im Moment. Wir haben gesagt, wir versuchen mit möglichst wenig Stellen in der Verwaltung, in dem Apparat auszukommen. Die Anforderungen sind sehr viel größer, auch im Bereich der Digitalisierung. Wir haben zum Teil Gemeinden, wo sie gar keine, also sehr begrenzte Bürokapazitäten haben. Wir versuchen im Moment, das in Regionen zusammenzufassen. Wir versuchen, das ein Stück zu professionalisieren, um auch einen Digitalisierungsprozess auszulösen, der uns dann in der Perspektive auch Einsparungen bringt. Aber das müssen wir alles erstmal bewegen. Und wir sind in diesem Fall auch keine kleine Organisation. Das ist auch klar, das ist nicht so ganz richtig. In der EKD sitzen nicht viele Architekten. Die sind in den Landeskirchen. Und da wird von den Gemeinden beklagt, dass es zu wenig sind. Weil der Bedarf im Moment viel größer ist in der Beratung. Die Alternative wäre, zu sagen, okay, wir kümmern uns da gar nicht drum. Das mögen die Gemeinden alle vor Ort regeln. Ihr kriegt Geld, verteilen wir euch und dann kommt ihr klar mit. Das ist die Alternative. In dem Moment, wo sie anfangen, das zu organisieren und auch bestimmte Standards zu setzen, auch Standards für eine Kirchenrenovierung zu setzen, für den Erhalt von Orgeln und so weiter, dann brauchen sie Menschen, die da drauf gucken. Und das ist nicht so einfach, wenn man dann in die Details geht und in die Tiefe geht und versucht, das mal zu beschreiben. Wir haben in der Tat das Ziel, auch Verwaltung neu zu organisieren. Eine mittlere Verwaltungsebene zu reduzieren. Durch eine sehr viel ortsnahe Begleitung, also in regionalen Büros. Aber auch das muss alles auf den Weg gebracht werden. Noch sind wir in der Lage, das auch als Kirche zu machen. Ob wir das in Zukunft können, beim Rückgang der Ressourcen, ist nochmal eine ganz andere Frage. Wir werden da rede ich nicht drum herum, wir werden da schwächer. Und die Herausforderungen werden größer. Wie das mit den Zahlen der Landeskirchen ist, da könnte man tatsächlich auch einiges überlegen. Aber auch das ist oft eine Betrachtung, die von außen erstmal auf den ersten Blick einleuchtet. Klar, weniger Kirchenämter, habt ihr was gespart. Einige von Ihnen werden Fusionsprozesse in Unternehmen kennen. Da muss man auch erstmal was reinstecken, um die Dinge zusammenzubringen. Und das dann auf den Weg zu bekommen und zu organisieren, auch bei unterschiedlichen Kulturen. Wir haben in den Landeskirchen noch unterschiedliche religiös-kulturelle Prägungen, die sie auch versuchen müssen, zusammenzubekommen. Das ist nicht so einfach. Die Fusionsprozesse der letzten Jahre, Nordkirche, Evangelische Kirche, Mitteldeutschland, wenn Sie mit den Leuten reden, sagen, das ist nur zum Teil geglückt. Es ist aber richtig, da muss Bewegung rein, das muss weiterentwickelt werden. Aber man soll sich davor hüten zu meinen, als sei das die Lösung, um dann sofort auch mehr Kapazitäten frei zu haben in den Gemeinden. Da warne ich vor, trotzdem nehmen wir das natürlich als Herausforderung auf und versuchen, das auch zu bearbeiten. Dass ich jetzt in Berlin mal einen Domprediger erlebt habe, der moralisierend war oder eine Predigerin, ich weiß es nicht, kann sein, die wechseln ja. Der Dom in Berlin ist eine tolle Gemeinde, eine wirkliche Personalgemeinde, wo man sich anmeldet und dann Mitglied dieser Gemeinde wird, die im Übrigen der Union Evangelischer Kirchen, deren Vorsitzender ich bin, zugeordnet ist. Und wir haben eine ganz besondere Konstruktion. Da war man irgendwann mal über eine Idee, da überhaupt keine Gemeinde mehr reinzubringen.
geben, nach der Wende. Dann haben wir gesagt, dieser Dom, der muss doch als Ort bespielt werden. Da muss doch was passieren. Und da hat sich Gemeinde gebildet. Das ist eigentlich eine Erfolgsgeschichte, über die wir da reden. Sowas brauchen wir natürlich. Also, nochmal zum Stichwort Bürokratie. Jede Organisation hat Bürokratie. Jede Organisation muss darum ringen, Bürokratie in einem vernünftigen Verhältnis zu den organisationalen Herausforderungen zu halten. Das ist auch ein Thema, an dem sind wir dran. Überbürokratische Organisation hatten Sie auch markiert. Da bin ich mir nicht so sicher. Auch wir arbeiten natürlich mit Unternehmensberatung zusammen. Und wenn die reingucken und es durchrechnen, kriegen wir oft die Rückmeldung, das ist keineswegs überbordend, sondern das ist der Organisation oft angemessen, manchmal sogar zu knapp, um die Dinge zu erreichen. Wie kann Kirche anders sein? Ich frage mich das auch. Was bedeutet das eigentlich? Versuchen Sie mal ein Gedankenexperiment zu machen. Sagen wir, verzichten auf die Kirchensteuer. Sagen ja auch viele, das ist was lähmt, weil ihr da seid ihr versorgt und das läuft alles. Wie würden Kirchen dann funktionieren? Die Gemeinden vor Ort würden sich zusammenfinden. Die Gemeinden vor Ort müssten aus den Spenden und Kollekten ihre Arbeit finanzieren. Bitte? Das wäre, ja, gucken Sie nach den Vereinigten Staaten, eher dieses Modell. Aber auch dann fangen Gemeinden ja an zu sagen, wir sind ja nicht nur Kirche als Gemeindekirche, sondern wir sind jetzt in einem größeren Zusammenhang. Dann reden Sie darüber, wie können wir auch Ausbildung durchführen. Dann fangen Sie wieder an, auch einen Zusammenhang herzustellen. Eine Organisation zu bilden, die wird vielleicht anders sein. Aber ich bin mir sicher, wenn dieses System, und irgendwann wird das vielleicht kommen, wird sich dieses System auch ändern, werden wir als Kirchen nicht in dieser Weise in der Gesellschaft präsent sein können, wie wir es jetzt sind. Noch sind. Das muss man sich überlegen. Und ich will sagen, man kann auch Kirche ohne Kirchensteuer sein. Es wird da anders sein. Und da wird vielleicht manches beeindruckender sein, weil man ein höheres inneres Engagement der Menschen, die sich da engagieren, hat. Was aber zum Teil auch eine Illusion ist. Greift auch nicht überall. Sie haben aber vielleicht höheren Gemeinschaftsdruck auf diejenigen, die dabei sind. Das sind unterschiedliche Modelle mit jeweils ihren Vorzügen und Schwächen. Ich glaube, deswegen habe ich auch ganz sehr bewusst dieses Staatskirchenrecht angesprochen, was in Deutschland wirklich ein Religionsverfassungsrecht ist. Das ist eine kluge Einrichtung, die uns genau das ermöglicht, für gesellschaftlichen Zusammenhalt zu arbeiten und mit daran zu wirken. Manchmal ist so ein bisschen im Raum auch nochmal die Frage, Kirche wird wahrgenommen, dann oft auch vielleicht moralisieren, politisch und so weiter. Eigentlich ist die Seelsorge die Aufgabe. Ich will Ihnen versuchen, das an einem einfachen Beispiel zu erklären, worunter auch ich dann manchmal ein wenig leide. Beispiel Weihnachtspredigt. Ich predige hier in Frankfurt immer in der Katharinenkirche am ersten Weihnachtstag. Das ist in der Regel, das glaube ich, sagen zu können, eine zu 95% eine theologisch-seelsorgerliche Predigt. Medial rezipiert wird der eine Satz, der politisch wirksam ist und politisch irgendwas in die Debatte bringt. Wenn ich nur in dieser Predigt sage, wir müssen uns mehr für Flüchtlinge einsetzen, ist genau das, was in der Presse kommt. Das ist völlig verständlich. So tickt diese Welt, aber es befördert natürlich auch die Wahrnehmung einer unter Umständen zu politisierenden Kirche. Weil dieser andere Teil in der Rezeption gar nicht so einfach zu vermitteln ist. Das ist kein Nachrichtenwert. Also auch die Seelsorge, die individuell geleistet wird, die in vielen Gemeinden sehr gut, sehr verlässlich geleistet wird, hat keinen Nachrichtenwert. Geht ja auch gar nicht. Ist ja ein Raum, der sich um Menschen kümmert. Und der auch natürlich nicht nach außen getragen werden kann. Das ist so ein bisschen die Spannung, in der wir uns bewegen. Da soll das eine nicht gegen das andere stellen, soll aber beschreiben, wie sehr dann auch mediale Rezeption und mediale Wahrnehmung auch immer nur ein Ausschnitt dessen widerspiegelt, was unsere Arbeit ausmacht. Herr Dr. Jung, erstmal vielen herzlichen Dank für Ihren Vortrag.
Ich möchte kurz meinen Vorredner beruhigen. Als Gemeindepfarrerin kann ich Ihnen sagen, wir machen Seelsorge, wir verkündigen, wir machen das alles. Aber darüber hinaus haben wir natürlich auch wirklich als Kirche mit diesen strukturellen Veränderungen zu tun. Was ich jetzt gerne von Ihnen wissen würde, also es ist natürlich eine bisschen interne Frage, aber nachdem es sozusagen in den Nachbarschaftsräumen, wir müssen unsere Gemeinden gerade halt auch neu organisieren, sozusagen die Identifikationsgröße der Parochie mir scheinbar nicht mehr so eine Identifikationsgröße sein wird für die Zukunft. Wo sehen Sie denn da Potenzial, wie wir sozusagen jenseits von einer bisher traditionell verstandenen Kirchlichkeit, ja, das hat immer einen Vereinscharakter, da gehe ich entweder rein oder da gehe ich nicht rein, da fühle ich mich entweder zugehörig oder fühle ich mich nicht zugehörig. Wie können wir sozusagen eigentlich das Christsein des Einzelnen so stärken, dass er dann auch in einem Gemeinwesen, in einem Sozialraum einfach sich engagiert, so wie wir das uns vielleicht für die Zukunft wünschen. Und wenn Sie mich fragen, geht das nur, wenn wir auch theologisch ein bisschen mehr noch reformieren. Ich will jetzt nicht einen Vortrag halten, ich will nur sagen, ich war, weil ich auch natürlich geistliche Erbauung brauche, war ich jetzt in einem Karmeliterkloster und da hat ein Karmelitermönch außerordentlich modern mir eine Exegese des Johannesevangeliums, dieser sieben Ich-Bin-Worte, Sie kennen sie alle, ich bin das Licht, ich bin der Weinstock, der Hirte, das Brot und so weiter. Und plötzlich sagt der, und da war, also alle haben geschwiegen, deswegen wäre sonst vielleicht ein Aufschrei oder sowas gekommen. Was wäre, wenn ich das jetzt plötzlich mal von mir sagen würde? Ich, Reinhard heißt er, ich bin das Brot, ich bin das Licht, ich bin die Auferstehung, das Leben. Das fand ich enorm inspirierend, weil ich mir wurde klar, dass wir doch theologisch auch uns immer noch weiterentwickeln müssen. Und ich hatte immer den Anspruch, obwohl ich jetzt langsam auch Richtung Ruhestand mich bewege, aber ich werde nicht gehen, keine Angst, das zu tun. Dankeschön. Ja, ich kann. Ja, lieber Herr Jung, erstmal möchte ich sagen, schön, dass Sie da sind. So, es gab ja auch schon andere Töne. So. In Ihrer Rolle als Kirchenpräsident sind Sie ja auch zuständig für die ehemalige lutherische Reichsstadt Frankfurt. So, und dieses ehemalige lutherische Reichsstadt Frankfurt zerlege ich jetzt. Das ist eine ehemalige Reichsstadt, da werden Sie mir zustimmen. Und ich hoffe, Sie widersprechen, wenn ich jetzt sage, das ist auch eine ehemals lutherische Stadt. Und jetzt kommt meine Frage, die erste Frage an den UEK-Vorsitzenden. Woran merken Sie, wenn Sie in Frankfurt sind, dass dies eine lutherische Stadt ist? Und die zweite Frage geht an Sie in Ihrem Amt als Landesbischof. Was sind denn Ihre Ziele für die nächsten 5 Jahre, um das evangelisch-lutherische Leben in dieser Stadt zu stärken? Da würde ich gern was zu hören. Ja, kurze Reaktion, also auf die Frau Seidel-Hofmann, die Gemeinwesen, Nachbarschaftsräume. Ich muss vielleicht mal ein bisschen erklären, was wir im Moment versuchen. Kann jetzt nicht voraussetzen, dass es alle wissen, was sich hinter diesem kirchlichen Vokabular der Nachbarschaftsräume und der Parochien und sowas verbirgt. Wir versuchen natürlich im Moment mit den zurückgehenden Mitteln, das ist ganz klar auch natürlich ein Einsparkonzept, trotzdem kirchliche Arbeit weiter zu gestalten. Und zu überlegen, wie können wir Pfarrerinnen und Pfarrer, aber auch Kirchenmusikerinnen, Kirchenmusiker, Gemeindepädagoginnen, Gemeindepädagogen einsetzen, sodass wir noch eine flächendeckende Präsenz erhalten können. Und das heißt, dass wir sagen, Gemeinden sollen in den Nachbarschaftsräumen zusammenarbeiten. Sogar überlegen, ob sie sich nicht zu einer Gemeinde zusammenschließen. Das ist an manchen Stellen längst auf den Weg gebracht. Auch in größeren Städten, dass sie sagen, warum jetzt 4, 5, 6 Gemeinden? Wir sind doch alle nah beieinander. Lasst uns doch auch im Sinne einer Reduktion von Bürokratie, Reduktion von Gremien. Lasst uns auch zusammenfassen und überlegen, wie wir uns da besser aufstellen. Und natürlich stellt sich dann immer in solchen Zusammenhängen die Frage, wo ist die Identifikation? Wo kann ich mich orientieren? Nun haben wir aber auch sehr unterschiedliche Typen
von Kirchenmitgliedern. Und das ist auch gut so. Wir sind ja immer noch mit diesem Anspruch, Volkskirche zu sein. Und nicht, dass alle dabei sind, aber für alle da zu sein und Menschen selbst bestimmen zu lassen, wie viel Gemeinschaft sie wollen, wie viel Distanz sie wollen, wie sie selbst Kirche leben wollen. Das, finde ich, ist die große Freiheit, die wir auch in unserem System haben. Und das zu öffnen und zu sagen, da bieten wir Räume und Möglichkeiten in der Gestaltung, auch in Regionen, das ist der Weg, den wir versuchen jetzt zu gehen. Dabei muss man sich klar machen, dass dieses Gemeindemodell im Grunde genommen aus dem 19. Jahrhundert stammt, wo man sehr vereinskirchlich gedacht hat und vereinskirchlich sich organisiert hat. Und die Fortentwicklung und neben diesem Vereinskirchenmodell haben sie eine an der Ministerialbürokratie orientiert verfasste Kirche. Das sind ja also die beiden Entwicklungen, die da zusammengreifen. Und jetzt sind wir aber im 21. Jahrhundert. Und da muss man beides nachdenken. Sowohl über die Vereinskirchlichkeit mit ihren Grenzen, als auch über die Grenzen einer Ministerialbürokratie. Da bin ich völlig dabei. Aber das ist die Entwicklung, die wir gehen müssen. Und wir können diese Entwicklung nicht gehen, indem wir sagen, so jetzt kippt man das alles weg und fangen ganz neu an. Sondern man muss ja auch Entwicklungsschritte haben. Und deswegen, wir reden zwar mittlerweile auch von Transformation im kirchlichen Kontext, weil wir merken, das ist mehr als irgendwie Reformen oder Reformchen, sondern da muss ich mehr bewegen. Ich kann Ihnen jetzt nicht sagen, wo dieser Weg genau hinführt, aber das ist das, was wir im Moment überschauen können und was wir, glaube ich, verantwortlich tun können. So, und dann kommt die Frage auch nach dem lutherischen Reichsstaat Frankfurt. Ich bin mir nicht mehr so sicher, welche Menschen noch innerprotestantisch konfessionell orientiert sind. Vielleicht sagen Sie Ihrem Selbstverständnis nach, ich bin Lutheraner und ich will das auch sein und will das auch in meiner Kirche spüren. Ich würde mal eine Prognose machen, wenn wir hier eine Umfrage machen. Wer sagt von sich selbst, ich bin lutherisch, reformiert oder uniert? Wenn vielleicht manche sagen, die Frage stelle ich mir heute Abend zum ersten Mal. Das, was wir an Konstruktion haben, auch mit Vereinigt Evangelisch-Lutherischer Kirche in Deutschland und mit Union Evangelischer Kirchen. Union fasst die Kirchen zusammen, in denen lutherisch und Reformierte gemeinsam sind. Stammt von Preußen angestoßen, der Unionsbewegung. Meine Güte, wer versteht das noch? Und ich sage ehrlich, mein Ziel, auch als Vorsitzender der Union Evangelischer Kirchen, ist eine Überwindung dieser konfessionellen Orientierung in der evangelischen Kirche. Gefragt ist doch unsere Christlichkeit. Ich will die konfessionelle Tradition nicht gering schätzen. Ich habe selbst in den Diskursen immer wieder gesagt, diese konfessionelle Orientierung haben alle auch eine bestimmte theologische Erschließungskraft. Sie sind ein ganz bestimmter theologischer Blick auf Dinge. Die muss man nutzen, auch im theologischen Diskurs. Aber sie dürfen doch nicht konfessionell abgrenzend sein. Wenn man darüber überlegt, dass man nach dem Zweiten Weltkrieg, dass dann nicht mehr Protestanten gemeinsam Abendmahl gefeiert haben. Also es ist gut, dass wir das nicht mehr haben. Und ich zitiere nochmal die Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung, wenn Sie fragen, was wird von den Kirchen erwartet, dann wird eine ganz klar ökumenische Orientierung erwartet. Es wird auch eine Kooperation der beiden großen Kirchen und nicht nur derer, sondern auch mit dem Freikirchlichen erwartet. Und das hinzubekommen, das kann man den Bogen noch weiterziehen. Es stehen doch im Moment vor der Herausforderung, dort, wo wir reduzieren müssen, auch in der katholischen Kirche, können wir denn auch bestimmte Dinge gemeinsam nutzen? Wenn Sie in bestimmte Ortschaften gehen und sagen, haben Sie eine evangelische Kirche und eine katholische Kirche, ein evangelisches Gemeindehaus, ein katholisches Gemeindehaus, allen ist es zu groß. Wo liegt da die Zukunft? Das sind doch die Fragen, die wir stellen müssen. Und meine persönlichen Ziele, die muss ich jetzt etwas weiter reduzieren, weil dies mein letztes Jahr im Amt als Kirchenpräsident ist. Und da kann ich mir keine 5-Jahres-Ziele mehr stecken, auch nicht für Frankfurt. Noch eine Frage? Ich habe einen Wunsch. Ich habe neulich ein Interview mit dem Freiburger Philosophiegeschichtler Andreas Sommer gehört. Und der sagte, er wünscht sich in der Kirche eine Institution der Kirchenkritik.
so wie es Literaturkritik, wie es Theaterkritik, wie es Musikkritik gibt. Also nicht mit dem Ziel, die Kirche oder den Glauben abzuschaffen, sondern dafür zu sorgen, dass es besser wird. Ich bin seit 40 Jahren im Geschäft. Sie sind seit, also ich bin Gemeindepfarrer seit 30 Jahren und höre irgendwann auch mal auf. Aber ich habe in diesen 30 Jahren gemerkt, dass wirklich auf der einen Seite die Bürokratie, die Struktur, die Organisationsfragen unendlich mehr geworden sind, aber auf der anderen Seite die inhaltlichen Fragen. Das ist immer banaler und belangloser und Verkündigung auf dem Niveau von Kindergottesdienstinhalten geworden. Und das tut mir weh und das macht mir, obwohl ich Gemeindepfarrer bin und deswegen auch in der Regel sehr, sehr schlecht schlafen kann, weil mich da so vieles bewegt. Aber das ist eben der Strukturbereich, während der inhaltliche Bereich, da fehlt so irgendwie der Biss. Und das, was die Leute spannend und interessant finden. Als ich angefangen habe, da gab es einen Gollwitzer und eine Sölle. Und ja, ich warte auf kein Buch von irgendeinem Theologen, was der zu irgendeiner Frage sagt. Und dann kommen die, Entschuldigung, wenn ich das als Letztes sage, dann kommt die Impulspost und dann frage ich meine Kirchenvorsteher, ey, der Kirchenpräsident hat dir geschrieben. Hä? Was? Die kriegen das gar nicht mit. Das stimmt nicht. Also ich habe leider keine Kirchenvorsteher mitgebracht, aber die können Ihnen das. Erzähle ich Ihnen gleich was zu. Graf Winzer. Lieber Dr. Jung, ich werde zunehmend unruhig, und zwar, weil ich Ihnen in allem zustimme. Und ich vermisse aber, dass wenn wir von Kirche und Gesellschaft in einem Atemzug reden, dass die beiden letzten Kirchenmitgliedschaftsuntersuchungen deutlich ausgewiesen haben, dass Religion in dieser Gesellschaft als Thema verdämmert. Und wenn ich das kleine Buch von Rosa richtig zu Ende gelesen habe, dann war seine Frage nicht, wie sehr die Gesellschaft die Kirche, sondern wie sehr sie die Religion braucht. Ja, genau. Und ich finde, dass Sie geben ein Bild von der Energieverteilung der evangelischen Kirche wieder. Und ich kann nur unterstreichen, was schon gesagt wurde, dass natürlich auch notwendigerweise sehr viel Energie dieser Organisation in ihren eigenen organisatorischen Aufrechterhalt gegangen ist und auch gehen muss. Aber das Verdämmern der Religion in der Gesellschaft braucht doch aus kirchlicher oder aus christlicher Sicht ganz sicher zwei Kontrapunkte. Erstens, dass die Christen sein und bleiben wollen, ihre Traditionen pflegen, hochhalten und nicht einfach die Segel streichen. Und ich verkneife mir jetzt einfach Beispiele. Und das andere ist, dass wenn Rosa sagt, dass die Demokratie davon lebt, dass Menschen hörbereit sind, um es abzukürzen, dann muss doch die Hörbereitschaft nicht nur als ein moralisches Aggregat vorausgesetzt werden, sondern in der Kirche als erstes praktiziert werden. Und mir ist völlig klar, dass es für Gremien und Synoden viel, viel leichter ist, sich in die Organisationsentwicklung zu begeben, als die Plausibilität der Gottesfrage zu diskutieren. Aber wenn die Kirche das tut, was sie tun kann, nämlich die Organisationsentwicklung diskutieren und die schwierigen Fragen der Plausibilität der Religion nicht angeht, Sie verstehen jetzt, weswegen ich zunehmend unruhig werde. Ja, gerne. Ja. Und ich versuche kurz. Kirchenkritik. Darf ich jetzt mal den anderen Hut aufsetzen? Als Vorsitzender des Gemeinschaftswerks Evangelische Publizistik. Wir leisten uns als Kirche eine Publizistik, die hoffentlich auch diesen Namen verdient.
die keine Hofberichterstattung macht. Auch das ist ein Thema, was immer wieder in Frage gestellt wird. Macht ihr eure Website selber oder beauftragt ihr eine Redaktion für evangelisch.de zum Beispiel? Diese verstehen ihren Job so und sie machen das auch, dass sie intern auch immer wieder uns den Spiegel vorhalten. Und das ist richtig. Und ich trete sehr dafür ein, dass wir als Kirche nicht nur Unternehmenskommunikation betreiben, sondern eine kirchliche, wirkliche kirchliche Publizistik aufrechterhalten und tragen, die den Namen verdient, die auch diese Form der Kirchenkritik leistet. Und dazu noch, wenn es gut geht, im gesellschaftlichen Kontext, im publizistischen Konzert einen Beitrag leistet. Wir machen alle 2 Jahre einen Medienkongress, wo wir medienethische Fragen thematisieren. Ich begegne dort immer wieder Menschen aus dem Kontext des Rundfunks, des Fernsehens vor allem, die sagen, gut, dass sie das macht, wir haben das abgeschafft. Wir leisten uns als Kirche eine Medienkritik, die selbstverständlich auch mit uns beschäftigt. Das ist institutionalisierte kritische Instanz. Vielleicht verstehen Sie was anderes, aber das gehört dazu. Zur Impulspost als Kommunikationsinstrument, für die, die es nicht kennen, wir haben seit einigen Jahren keine Mitgliederzeitschrift, die übrigens nicht als evangelische Mitgliederzeitschrift wahrgenommen wurde, vielfach. Es ist eine Anregung, ein Impuls, sich mit Themen zu beschäftigen, notwendigerweise auf einem Niveau, wo wir sagen, wir wollen viele erreichen. Wir wollen Impulse geben. Ich weiß, das kann man intellektuell immer kritisieren. Man kann immer sagen, das ist theologisch zu wenig. Wenn Sie theologisch mehr wollen, finden Sie immer Begleitmaterial für Gottesdienste, für Gemeindeveranstaltungen, was dahinter liegt. Mir passiert es so, anders als Sie es jetzt beschreiben, ich bin während dieser Zeit als Kirchenpräsident immer wieder, wenn ich irgendwo in der Gemeinde komme, darauf angesprochen worden und sage, schön, dass Sie mir einen Brief schreiben. Freue ich mich drüber. Ich bin von Menschen angesprochen worden, die sich nicht zum inneren kirchlichen Zirkel gehören, die sagen, habt aber tolle Ideen, gucke ich mir gerne an. Die Frage ist, bedienen wir den Kreis derer, die kirchlich hoch verbunden sind? Und das sind nach der Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung 13%. 13% der Bevölkerung, die sagen, ich bin kirchlich hoch verbunden. Das ist sehr wenig. Das heißt, sie haben viele Kirchenmitglieder, die von sich selbst sagen, ich gehöre dazu, aber bin in einer gewissen Distanz. Habe ich denen noch was zu sagen? Erreiche ich die? Versuche ich die zu erreichen? Es ist eine Kommunikationsanstrengung, ein Kommunikationsversuch, der sicher Grenzen hat. Und das ist auch nicht das Mittel, das alles bedient. Aber wenn wir das ganz aufgeben, auch diese Kommunikation zu suchen, sondern uns nur nach innen orientieren, denjenigen, die dann auch hochtheologische Fragen wollen, dann fürchte ich, werden wir uns weiter reduzieren. Also diese Form der Kommunikationsanstrengung braucht es, um auch nach außen, nicht nur nach außen, sondern auch innerkirchlich zu wirken. Wir haben es immer wieder mal evaluieren lassen und da waren die Ergebnisse durchaus nicht so schlecht. Das betrifft auch die Frage der Belanglosigkeit von Predigten. Ich glaube nicht, dass sie belanglos sind. Es gibt auch Predigten, da ärgere ich mich auch drüber, das ist klar. Aber ich habe selbst als Konfirmand oder als Schüler Predigten erlebt, die würde man vielleicht sagen, na, da war jetzt viel mehr Theologie drin. Ich habe mich dafür interessiert. Viele andere haben abgeschnallt. Sind schlichtweg überfordert gewesen mit dem, was da einem dann auch an dogmatischen Wahrheiten und Richtigkeiten von der Kanzel herab verkündigt wurde. Und so, was interessiert mich das? Wenn Sie den Versuch unternehmen, diese biblischen Inhalte so weiter zu sagen, dass sie auch in einfacher Sprache verstanden werden, ist das eine hochintellektuelle Anstrengung, die mehr ist als die Repetition von irgendwelchen dogmatischen Formeln. Das ist noch keine Theologie. Deswegen habe ich großen Respekt davor, wenn Menschen versuchen, auch diese Botschaft alltagstauglich zu übersetzen. Und dann gibt es vielleicht manchmal, wo sie sagen, das ist aber jetzt ein bisschen banal. Aber es gibt andere, die berührt es auch und erreicht es. Also das ist der Versuch. Martin Luther selbst hat gesagt, du musst nicht dem Dr. Melanchthon predigen, sondern predige bitte der Magd. Und ich glaube, da hat er Ähnliches im Blick gehabt. Rede so, dass du verstanden wirst. Und rede es trotzdem
nicht simpel. Gut, habe ich hier, na, Religion, Graf Münster, ja. In der Tat, das ist jetzt ein gutes nochmal ansprechen. Ja, Hartmut Rosa hat natürlich jetzt nicht nur Kirche im Blick. Er sagt, es geht um Religion insgesamt. Und das, was er da sagt, betrifft ja nicht nur den christlichen Glauben, sondern diese Orientierung, diese religiöse Grundorientierung hat auch die anderen Religionen im Blick. Und das ist also etwas Wertvolles, etwas menschlich Wertvolles, wenn Menschen sich in ihrer Existenz über das hinaus orientieren können, was sie praktisch im unmittelbaren Kontext haben. Man muss irgendwie einen Draht nach oben haben, ich sage es mal ein bisschen banal. Das hilft Menschen. Was wir sehen, ist nicht nur ein Rückgang von Kirchenbindung, das war ja das Ergebnis auch dieser Kirchenmitgliedschaft, sondern also von Religiosität insgesamt. Es gibt sehr viele, weit über 50% aller Menschen, die würden sagen, wovon ihr da redet, das sagt mir gar nichts. Und sie würden auch sagen, mir fehlt auch nichts. Und das ist natürlich jetzt etwas, wo wir auch, ich sag mal, als diejenigen, die eine religiöse Botschaft weitertragen, lernen müssen, was heißt das eigentlich? Ich gestehe, ich habe auch oft so geredet und rede vielleicht auch manchmal so, die sagt, ich setze doch voraus, wenn ich Ihnen jetzt predige, da ist eine religiöse Sehnsucht da. Und die muss ich irgendwie erreichen und berühren. Ist das die richtige Voraussetzung? Nach der Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung bei, ich sag mal, 13% von uns. Alle anderen würden sagen, nee, du musst mir was anderes sagen. Zeig mir an deinen Lebensfragen, warum ich überhaupt religiös interessiert sein soll. Oder was überhaupt meine religiöse Perspektive sein könnte. Also, die Voraussetzung wäre, über die Fragen, über die wir reden, etwa über Klimawandel und so weiter, die auf die religiöse Dimension hin zu öffnen, damit wieder ein Sensorium für Religion entsteht. Und dieses Sensorium für Religion, das entsteht an verschiedenen Stellen. Da ist die Kirchenmusik natürlich im Bereich. Die neue Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung hat eine besondere Studie übrigens auch zur Kirchenmusik gemacht, auch in Ostdeutschland. Das wird jetzt im Sommer veröffentlicht, wo nochmal deutlich wird, da wird was angesprochen, was wir an anderen Stellen nicht erreichen. Also das Hören wird angeregt. Und über solche Fragen muss man reden, wie kann überhaupt diese religiöse Dimension des Lebens wieder aktiviert werden. Und da denke ich, dass wir als Kirche auch in einer besonderen Herausforderung stehen, aber nicht nur als Kirche, wenn wir Religion als etwas Wertvolles erachten. Wir sehen aber auch, das ist die andere Seite, dass Religion auch immer ein hohes Verführungspotenzial hat, auch ein Gewaltpotenzial hat. Das ist auch Teil unserer Wahrheit. Und dort, wo sie entgleitet, dort, wo sie missbraucht wird, dort, wo sie genutzt wird, um eigene Interessen, auch politische Interessen zu bedienen, ist das Gefahrenpotenzial von Religion sehr groß. Und insofern ist es auch da nötig, dieses Spektrum in den Blick zu nehmen. Aber im Grundsatz richtig, wie können wir Religiosität neu beleben? Ist übrigens aber auch kein Trend, der nur uns alleine betrifft. Das haben wir in anderen Gesellschaften auch. Würden Sie noch eine Frage zulassen? Gerne, gerne. Würde ich vorschlagen, können wir alle unten noch im Foyer bei einem Glas Wein gerne noch weitersprechen. Wir würden uns freuen, wenn Sie noch eine Weile bleiben können. Aber jetzt noch zu der letzten Frage. Dann bedanke ich mich sehr. Dann bekommt sie auch noch eine besondere Bedeutung. Danke für die Stressfaktoren, die Sie aufgezählt haben. Und es hat mich beeindruckt, dass Sie den Klimawandel auch so in den Vordergrund stellen. Allerdings hat mir eins gefehlt. Wie steht die evangelische Kirche zur AfD? Die katholische Kirche hat sich ja erklärt. Und wie stehen Sie dazu? Was empfehlen Sie, wie Ihre Mitglieder damit umgehen sollen? Ich persönlich habe bereits vor einiger Zeit gesagt, ich halte diese Partei als Ganze, stufe diese Partei als Ganze als rechtsextrem ein.
meine, damit ist eigentlich genug gesagt. Stehe ich ein bisschen überrascht, dass die katholische Kirche, was sie bisher ja vermied, es wurde ja auch als Coup gefeiert, sogar einen einstimmigen Beschluss der Bischofskonferenz, gesagt hat, wir sprechen hier eine praktisch Anti-Wahl-Empfehlung aus. Das hat sie ja bisher nicht gemacht. Bis in die 80er Jahre hinein gab es in der katholischen Kirche ja die Hirtenbriefe mit Wahlempfehlungen. Da haben wir gesagt, nee, also wir halten uns da zurück, das machen wir nicht. Wir haben gemeinsam bei der letzten Wahl in Hessen, hatten wir auch bisher nicht gemacht, als evangelische Kirchen in Hessen und als katholische Kirchen einen Aufruf zur Wahl veröffentlicht, der Kriterien benennt und hat deutlich gesagt, dort wo diskriminiert wird, dort wo exkludiert wird und so weiter, diese Parteien sollten nicht gewählt werden. Wir haben die AfD nicht beim Namen genannt. Es war aber in der Sache klar, was gemeint ist. Ja, also ich. Ja. Ich. Das und wenn nur die drei erfüllt sind, können wir von Demokratie reden. Herr Glasser, ich stimme Ihnen da völlig zu. Frau Fehrs hat sich positioniert. Bitte? Frau Fehrs hat dann das auf. Sie hat das auch aufgegriffen, genau. Ja, natürlich. Ja. 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 Ja, das kann man natürlich jetzt in der Sache, ja, kann man jetzt drüber reden, kann sagen, hätte man das früher tun sollen. Es gibt da immer eine gewisse Empfindlichkeit. Ich sage nochmal so, es ist auch, das war, die katholische Kirche hat an dieser Stelle auch im Vorlauf eine deutliche Äußerung der Bischöfe aus Ostdeutschland gehabt. Das ist auch sehr bemerkenswert. Und da erlebe ich in der Tat, in der evangelischen Kirche auch, gerade in Ostdeutschland, ich habe Tobias Bilz, den sächsischen Landesbischof, zitiert, die haben intern noch mal ein ganz anderes Problem. Da sitzen bekennende AfD-Wählerinnen in Kirchenvorständen. Also das muss man sich auch klar machen. Wie ist denn das mit dem Wertekanon der evangelischen Kirche überhaupt vereinbart? Also ich finde etwas. Zwischendränge, aber jetzt wollte ich doch gerne noch mal dazu etwas sagen. Mein Name ist Alexander Skipis, ich bin Rechtsanwalt und beschäftige mich unter anderem sehr stark mit Strategieberatung. Und unter diesem nüchternen Gesichtspunkt bin ich überrascht, dass auf eine so einfache Frage eine sehr komplizierte Antwort kam, wo ich jetzt nicht das Thema Haltung, das angesprochene Thema Haltung, erkennen konnte. Und ich würde gern dazu etwas sagen. Sie haben in Ihrem Vortrag, der mich sehr interessiert hat, vielen Dank dafür, in Ihrem Vortrag die Frage gestellt, wie politisch soll eigentlich Kirche sein? Und im Zusammenhang mit dem Vertrauensverlust, der in dieser Institution stattfindet, könnte es nicht sein, dass dieser Vertrauensverlust auch daher kommt, dass man für diese Werte, für diesen Wertekanon innerhalb der Gesellschaft viel zu wenig eintritt. Das heißt, die Frage, wie politisch soll die Kirche sein, habe ich jetzt entnommen, dass Sie in Ihrer Predigt am ersten Weihnachtsfeiertag einen Satz sagen. Manchmal auch mehr. Manchmal auch mehr, okay. Aber den einen Satz sagen und das war's dann. Nee. Ich würde meine Frage wäre, kann es nicht sein, dass der Vertrauensverlust der Kirche daher rührt, dass die Kirche in dieser Gesellschaft eigentlich keine wesentlichen Positionen mehr bezieht? Ja, komischerweise geht es. Sich mit den soligen Schriften auseinanderzusetzen, dann kann man sowas sagen. Aber die Kirche setzt sich mit allen Themen des Lebens auseinander und sehr solide, sehr wissenschaftlich. Man macht sich einfach, selbst die Medien machen sich nicht die Mühe, sich damit überhaupt auseinanderzusetzen. Und deswegen wundern sich die Leute, warum sie in der Tagesschau nichts darüber hören. Ja, da würde ich mal dann über die Kommunikationsstrategie nachdenken. Ja,
Also es ist jetzt, finde ich jetzt spannend, den Vorwurf mal in die Richtung zu hören. Ich höre ihn oft in die andere Richtung. Ihr seid zu politisch, ihr sagt zu viel. Das ist eigentlich der Standardvorwurf, der mir begegnet. Also genau an diesen Stellen. Die Frage ist ja jetzt die. Ich will da überhaupt nicht drum. Deswegen habe ich gesagt, ich habe sehr früh gesagt, die AfD ist eine rechtsextreme Partei und habe damit auch gesagt, die ist für mich nicht wählbar. Das ist auch, ich glaube, das habe ich mit anderen zusammen schon sehr deutlich gesagt. Die Frage ist jetzt, gerade in diesem politischen Kontext, formuliere ich Kriterien, anhand derer ich Parteien beurteile und überlasse es Menschen selbst zu entscheiden, wen sie wählen? Oder setze ich mich in fast ein moralisches Wächteramt, das dann sagt, das dürft ihr nicht machen? Und diese Spannung ist deshalb, das ist deshalb so jetzt interessant, weil die katholische Kirche jetzt da plötzlich einen anderen Weg gegangen ist, den sie in den letzten 3 Jahrzehnten nicht gegangen ist. Wir werden da jetzt weiter drüber diskutieren. Ich finde es gut und ich würde es auch unterstützen an dieser Situation. Ich finde, es ist ein anderer Punkt verpasst. Es ist der Punkt verpasst, wo man die AfD als Partei verbieten musste. Das ist, glaube ich, eine Frage. Wir reden über ein Parteiverbot. Das kommt jetzt in die Debatten. Es geht ja um die Frage der rechtsextremen Beurteilung. Aber man muss doch eigentlich fragen, hätte man nicht längst erkennen müssen, dass man hier es mit einer Kraft zu tun hat, die antidemokratisch ist, wo man auch das sehr scharfe Schwert des Parteiverbotes hätte ziehen müssen. Es gibt eine Einschätzung des Instituts für Menschenrechte, eine juristische Expertise zu dieser Frage des Parteiverbotes. Und diese juristische Expertise sagt, die ist eigentlich dafür gedacht, dass man rechtzeitig einschreitet. Bei einer Partei, die 20% hat, wird es immer schwerer, überhaupt an dieser Stelle zu agieren. Also muss man diese Frage auch stellen, haben wir gesellschaftlich da nicht was verpasst, was längst hätte durchgeführt werden müssen? Also ich spiele es mal zurück und versuche mal, diese Perspektive aufzumachen. Ich möchte das 20%-Argument nicht gelten lassen, weil das hieße ja, wir können da jetzt nichts mehr gegen tun, jetzt ist das so und jetzt haben wir sie und jetzt werden wir sie nicht mehr los. Aber ich denke nicht, dass es darum geht, dass die Kirche politisch Stellung nehmen muss, sondern es ist eine Frage der Haltung. Und wir haben im Moment gar nicht die politische Frage, sondern wir haben eine Haltungsfrage. Wir müssen aufstehen und wir müssen klar formulieren, hier ist eine rote Linie und da machen wir nicht mehr weiter. Und das ist keine politische Diskussion, das ist eine Wertediskussion. Ich kann mich nur erinnern, ich denke jetzt an meine fast 80-jährige Schwiegermutter, was ist das Schlimmste, was sie mit Kirche verbindet? Das war der Kirchgang vor der Wahl. Wenn der Priester oder der Pfarrer oben von der Kanzel dann darauf hingewiesen hat, ihr wisst ja alle, was und wie ihr zu wählen habt. Ja, das ist etwas, brauchen wir nicht mehr, weil wer kontrolliert die Kirche, wer kontrolliert diese Entscheidung zu den Parteien? Es geht auch um die Werte. Also ganz selbstverständlich, also die Kirche ist nicht für AfD, glaube ich auch nicht. Man muss halt, so wie sie es machen, oder meine Meinung, einfach sagen, nach welchen Kriterien, ich gebe mir halt vor, was ist nicht in Ordnung an einer Partei, aber eine Partei auszuschließen, ist schwierig. Ja? Das ist wieder undemokratisch, das ist nicht Kirche, es geht um das Thema. Also AfD ist rechts, sie sind Ausländer. Jetzt kriegen wir ein neues Thema. Sozusagen AfD, nein, habe ich ein Problem. Ja, also als Kirche, inhaltlich ein Ergebnis, ganz genau, aber. Ich würde ja sagen an dieser Stelle, klar, da kann man immer drüber reden, ich hoffe sehr, an verschiedenen Stellen diese Haltung markiert zu haben. Also unser Gesamtengagement, was uns ja auch immer wieder Kritik eingebracht hat in der Flüchtlingspolitik, unser Gesamtengagement für Integration, für andere Möglichkeiten von Bleiberecht und so weiter, versucht eigentlich, diese Haltung zu markieren. Und ohne damit auch die politischen Fragen, die damit verknüpft sind, kleinzureden, aber da haben wir sehr viel Kritik gekriegt, dort, wo wir uns für Kirchenasyle stark gemacht haben, aus humanitären Gründen und so weiter. Aber das ist ein anderes Feld. Also ich glaube, man kann da auch Haltung zeigen. Ja, Sie sind jetzt sehr, sehr herzlich eingeladen, noch unten im Foyer weiter zu sprechen, weiter zu diskutieren.
Und ich möchte nicht, dass das hier oben so lang werden könnte wie manch eine Kirchenvorstandssitzung. Und dann wären wir vielleicht noch um Mitternacht hier im Raum. Aber ich möchte Ihnen ganz, ganz herzlich danken. Und ich möchte an eine Person erinnern und Ihnen auch dieses Buch heute an diesem Ort schenken. Denn im 16. Jahrhundert haben sich hier Frankfurter Bürger getroffen und haben sich dafür entschieden, so kann es mit der Kirche nicht weitergehen. Und haben dann eben sehr mutig mit einem ganz großartigen Humanisten, er war kein Theologe, aber einer der bedeutenden Humanisten, einer der wichtigsten hier in Frankfurt als Humanist. Er hat eine Schule gegründet, hat sein Privathaus zur Verfügung gestellt. Es war Hammann von Holzhausen. Und er hat sich mit seinen Freunden hier an diesem Ort getroffen. Deshalb heißt auch drüben die Straße Fürstenberger Straße. Das war Philipp Fürstenberger. Und die beiden haben dann auch die ersten Prediger hier nach Frankfurt eingeladen und haben dafür gesorgt, dass eine gesunde Reformation hier in Frankfurt durchgeführt werden konnte. Ich wünsche Ihnen viel Freude mit diesem Buch und hoffe, dass Sie es am Montag schon ausgelesen haben. Es ist sehr spannend. Es ist sehr spannend und ich finde, solche mutigen Menschen brauchen wir. Und ich finde es, und ich finde, das hat auch einen großen Applaus verdient, dazu gehört auch viel Mut, sich immer wieder solchen Diskussionen zu stellen und sich auch so mit seinem Glauben im Gespräch, in der kontroversen Diskussion zu stellen. Und dafür möchte ich Ihnen an dieser Stelle noch mal ganz, ganz herzlich danken. Danke. Vielen Dank. Danke. Danke. Ja, wir gehen dann gemeinsam nach unten. Vielen Dank. Einen schönen Abend.